Ich bin Joshua und herzlich willkommen auf meinem Kanal. Heute mal mit einem neuen Unboxing. Habe ich auch schon sehr lange bei mir liegen. Das ist ja mittlerweile schon mein Standardspruch. Aber es ist so, ich habe mal bei Deals Club, glaube für 5 Euro, die Dave-Edition von nur 48 Stunden bekommen. Und ja, das wollte ich euch heute mal zeigen. Schauen wir mal, ob wir es gleich mal aufkriegen hier. So, jetzt haben wir es. Ich kann mich eigentlich nicht mehr so gut an den Film erinnern. Ich glaube, der war okay, aber ich glaube für mich auch mehr auch nicht. Und ich würde sagen, wir schauen uns den jetzt mal aus der Nähe an, die Edition. So, dann schauen wir uns mal an. Nur 48 Stunden. Direktansicht. Da holen wir mal aus. Die gewohnte Ansicht der Tape-Edition mit den Lenticular. Ich habe auf jeden Fall die Nummer 81 von 1111. Ich schau mal, ob ich es ein bisschen fokussieren kann mit der Kamera. Hier komme ich leider nicht scharf. Sorry. Ja, man kennt es, die Tape-Editionen. Und hier haben wir dann das Poster. Das zeige ich euch dann nochmal. Und hier haben wir die Disc. Wieder sehr unspektakulär. Ja. Kann man lassen. Geht so. Sagen wir so, besser gesagt. Genau. Jo. Das ist die nur 48-Stunden-Edition. Kurz und bündig. Jetzt zeige ich euch das Poster gleich nochmal im Hauptschirm. Ja, wir sind zurück und ja, selbe Edition wie gewohnt. Und ich zeige euch jetzt nur noch ganz kurz das Poster. So, da haben wir hier mal das normale und hier auf der Rückseite den Used Look. Jo. Ja, wird man wahrscheinlich nicht mehr so viel Tape-Editionen holen, außer ist es wieder sehr günstig zu haben. Ansonsten holen wir vielleicht lieber dann doch echte VHS-Kassetten. Ist auf jeden Fall eine schöne Idee, so eine Tape-Edition, aber dann bräuchte es eigentlich mehr Gimmicks oder was man dazu haben kann. Außer sehr, sehr Poster dabei. Die Disc ist für mich irgendwie lieblos gestaltet. Ich sag, ich kann nicht, für 5 Euro kann man nicht meckern, aber ja. Jo, das soll es dann gewesen sein. Schreibt mir bitte in die Kommentare, wie ihr den Film findet und wie ihr Tape-Editionen findet. Würde mich freuen, wenn ihr mal wieder vorbeischaut und macht's gut, haut rein, Servus!